Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Heute steht das Revierderby an und was haben wir nicht schon für packende Duelle zwischen Schalke und Dortmund gesehen. Ich hoffe nur, dass uns Königsblau gegen Schwarz-Gelb nicht ausgerechnet heute enttäuscht. Wolf, das kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen. Natürlich gab es immer wieder Partien, in denen die ein oder andere Mannschaft einfach ein bisschen verkrampft hat. Aber komm, das war die Ausnahme. Was kriegen wir heute vom BVB zu sehen, Buschi? Also den Einstieg in diese Saison konnten sie nicht wie gewünscht gestalten, Wolf. Ihr Ziel ist der Champions Cup. Dafür müssen sie bessere Leistungen abrufen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Mit knapp 25.000 Plätzen ist die Südtribüne im Signal Iduna Park zu Dortmund tatsächlich die größte Stehplatztribüne Europas. Und das mit einigem Abstand. Und natürlich entsprechend Schauplatz grandioser Choreografien. Von der akustischen Power mal ganz zu schweigen. Leiten wird diese Begegnung Harald Fimmler. Und der Ball rollt. Der BVB eröffnet die Partie. Piszczek. Das macht er gut. Jetzt gibt's Einwurf. Jetzt Piszczek. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Gute Aubameyang! Und das war hier richtig knapp. Kann man wohl sagen, etwas mehr Glück im Abschluss und das Ding wäre drin gewesen. Kagawa. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Flanke von Reus. Das war nicht so einfach zu lösen, aber gut gemacht vom Abwehrspieler. Heute braucht S04 eine hochkonzentrierte Leistung, sonst wird's schwer. Stimmt, Wolf, sind nämlich beides gute Teams. Da können kleine Fehler schon entscheidend sein. Schießt er ihn rein! Und jetzt gibt's eine Ecke. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Wolf, beide haben innerhalb ihrer Mannschaft ein ganz besonderes Standing. Die sind extrem wichtig. Er versucht's! Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Er nimmt das Risiko, wird aber nicht belohnt. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Aubameyang geht hier in die Offensive. Flanke kommt, wird das eine Chance? Das hätte gefährlich werden können, aber das lösen sie gut. Und jetzt vielleicht die Chance, schnell nach vorne zu spielen. Goretzka. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Jetzt schießt er. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Eckball für Schalke.
Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und da verlieren sie den Ball. Nun Aubameyang. Da trennt er ihn fair vom Ball. Vorteil, Schalke 04 bleibt am Ball. Gut verteidigt hier. Marc Bartra. Piszczek. Jetzt Aubameyang. Dembélé. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt ist er durch. Aubameyang. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Gleich der Eckball durch Marco Reus. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Den Ball verlängert er per Kopf. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Der Ball ist weg. Abstoß. Bentaleb. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Hüntelaar, der ist drin und jetzt führen sie. Eine Mischung aus Können und Glück, dieser Treffer, Buschi. Ja, stimmt. Klar, er zielt schon in die Richtung, aber der Ball geht an den Innenpfosten und dann rein. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Piszczek. Könnte eine Gelegenheit werden. Da trennt er ihn fair vom Ball. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Jetzt vielleicht Aubameyang mal. Und er schießt. Ihnen fehlt ein Tor, aber jetzt Eckball. Goretzka. Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. So, Buschi. Klaas-Jan Hüntelaar. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. So, jetzt geht's endlich weiter. Hier kommt Durchgang 2 im Signal Iduna Park. Choupo-Moting. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Castro am Ball. Jetzt Aubameyang. Das könnte die Chance werden. Ist es das jetzt? Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Sie kommen heute häufig zum Abschluss und so kommt dieser Treffer dann auch nicht sonderlich überraschend, Buschi. Nee, es überrascht mich eher, dass die anderen da nicht mehr entgegenzusetzen haben. Seins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen.
Kolasinac. Goretzka. Jetzt wird's gefährlich. Da geht er vorbei. Sauber vom Ball getrennt hier. Das könnte die Führung geben. Diesmal hat es also nicht geklappt. Aber er bleibt dran. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Reus. Marco Reus ist ja nicht nur herausragend im Dribbling, sondern auch bei ruhenden Bällen, Buschi. Ja, hat schon dank seiner super Schusstechnik den einen oder anderen Freistoß versenkt. Also Fouls in Strafraumnähe sollte man vermeiden. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Auswechslung jetzt beim FC Schalke. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Geht weiter, Vorteil Dortmund. Reus vielleicht mit einer Idee. Da geht er dazwischen. Bentaleb. Choupo-Moting. Nuno Aubameyang. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Oh, Marco Reus. Da passt er auf. Er entscheidet auf Freistoß gegen Schalke. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Götze bringt den Ball nach vorne. Die Chance zur Führung. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Piszczek! Die Gäste werden wechseln. Dembélé. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so. Mario Götze, er schießt. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Mit dem Schuss und der Torhüter ganz sicher. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Ganz, ganz wichtig vom Abwehrspieler. Er verhindert die große Chance. Oh, klasse gemacht, das wäre richtig. Und nun ein Schuss. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Und er bewahrt sie hier vor dem Rückstand. Was für eine klasse Parade. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Choupo-Moting. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Das macht er gut. Er strauchelt kurz, aber bleibt auf den Beinen. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden.